Ich bin Künstler aus Berlin und heute mache ich ein Bild für Oma. Und zwar hat die gut in 2 Wochen Geburtstag und deswegen hat sie mir dieses alte gerahmte Bild mitgegeben, weil sie für diesen Rahmen gerne ein neues Bild hätte. Eigentlich bin ich nicht so einer, der alte Bilder übermalt, aber sie meinte, sie hängt nicht gerade an dem Bild und der Rahmen hat ein ganz eigenartiges Format, weswegen ich dann einfach drüber gemalt habe. Ich habe halt noch nie so ein altes Bild übermalt und ich hätte das auf jeden Fall vorher grundieren sollen, denn es war irgendwie das Problem, dass da die Farbe sehr durchgeschieden hat und einfach generell so komisch drauf rumgerutscht ist. Das Bild davor war hier insgesamt zu dunkel und Oma steht auf Winter, weswegen ich dachte, ich mache so eine Abenddämmerungsszene, wo so ein bisschen Licht durch die Bäume durchscheint. Weil ich gerne Wasser male und mir das Ganze ja auch Spaß machen soll, dachte ich mir, ich mache im Vordergrund einfach so einen halb zugefrorenen Tümpel irgendwie. Weil ich wollte, dass das Ganze in so eine bisschen impressionistische Richtung geht, habe ich das auch gar nicht zu sehr im Detail ausgearbeitet und ich wollte einfach, dass es schön leuchtet. Ich bin echt gespannt, ob es ihr gefällt und so sieht das Bild jetzt jedenfalls in dem Rahmen dazu aus. Mir gefallen die Lichtverhältnisse in dem Bild eigentlich echt gut und ich finde, die Sonne strahlt fast so sehr wie du.